Grüezi, in diesem Film wird erklärt, wie man so die Geranium-Do-It-Yourself-Kit selber zusammensetzt. Es besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt, was ist der Inhalt von dem Kit? Der zweite Schritt, wie tut man die Komponenten zusammenhängen? Und der dritte Schritt sind Beispiele, wie man es dann an den Balkon kann hermachen kann. Erster Schritt, was gehört dazu? Zum einen mal ein Panel, ein Solar-PV-Photovoltaikmodul mit 240 Watt von Panasonic mit einem überzeugenden Wirkungsgrad von fast 20%. Zweitens zwei Dachhöcke, die es einem erlauben, um es nachher an den Balkon herhängen, ähnlich wie man das von einer Blumenkiste kennt. Denn in der Mitte sieht man ein 5 Meter langes Kabel, Stromkabel, wo man nachher in eine Steckdose kann einstecken kann. Plus rechts außen ist der Modulwechselrichter von Enexis. Das ist der Lieferumfang. Jetzt im zweiten Teil geht es darum, was gilt es zu beachten, wenn man das zusammenbaut. Also man braucht sicher mal den Modulwechselrichter und dort daran hängt man am DC-Eingang, also am Gleichstromeingang, die zwei Kabel da, wo aus dem Solarpanel kommen. Das kann man nicht falsch machen. Da gibt es einfach einen Stecker, wo man reinsteckt, oder eben zwei. Und das macht man so, bis es ein Klick, dass man das Klicken hört. Das sollte dann auch nicht mehr so einfach rauskommen. So, einmal und zweimal. Genau, das ist der Gleichstromeingang, den es braucht. Und nachher hat es noch zwei weitere Anschlüsse. Einen mit einem langen Kabel, einen mit einem kurzen Kabel. Im kurzen Kabel steckt man das Verlängerungskabel ein, das nachher bis zu der Steckdose geht. Da mit dem WLAN-Stecker zusammenstecken. Wenn man es wieder möchte auftun, kann man einfach auf das graue Näschen drücken und dann kann man das wieder entfernen. Das ist eigentlich die ganze Hexerei. Um das zu koppeln. Da vielleicht noch zu beachten, die LED, die leuchtet, die von orange blinken, wenn es eine Gleichstromspannung getroffen hat. Das ist jetzt gerade nicht der Fall, weil das Panel steht verkehrt, oder? Und es tut grün blinken, sobald man es in die Steckdose einsteckt. Und es leuchtet noch ein paar Minuten, kann bis zu 3 Minuten gehen, leuchtet es grün und dann ist der Status operativ. Jetzt wären wir schon im dritten Teil angekommen. Wie kann man es am Balkon montieren? Da einfach mögliche Inputs, da gibt halt viele Wege. Also sicher mal macht es Sinn, dass man den Modulwechselrichter am Rahmen befestigt. Wir haben jetzt das hier mit Nieten gemacht, das geht genau gleich mit Schrauben. Also man darf sehr wohl ein Loch in den Rahmen rein machen. Ihr seht, es hat auch schon bestehende Löcher. Nachher geht es einfach darum, wie kann man denn die Bügel nachher da dran festmachen. Wir empfehlen jetzt zum Beispiel mit zwei Dachlatten. Ich mache das hier schnell vor. Zwei Dachlatten an die Löcher, die hier schon bestehend sind, dran machen. So, natürlich entsprechend ablängen. Und dann an die Dachlatten kann man dann den Haken mit zwei Schrauben, Holzschrauben dran befestigen. Das ist eine Variante. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man es so mit so Ziehschienen zum Beispiel macht. Wie wir es hier sehen. So. Zwei so Schienen. Sorry. Die zweite. Das so dran macht. Genau. Aber eben. Mit gewisser handwerklicher Begabung, die wir eigentlich bei einem Do-it-yourself-Mensch verlangen, gibt es da sicher andere Inputs. Jetzt hier, wenn man das Ganze halt einfach Freiland möchte installieren, habe ich einfach zwei alte Palette genommen, Seiwegpalette, und dann kann man auch schon sehr nette Konstruktion für ein Do-it-yourself-Adi-Geranium machen. Nett und kostengünstig.
Gut, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Viel Glück beim Installieren, viel Spass beim Sonnenernten. Es hat, solange es hat.